Hallo, heute kommt die zweite Folge von dem Training mit Emmy, damit sie ruhig steht beim Satteln und beim Aufsteigen an der Aufstiegshilfe. Also, das ist jetzt Tag 4, ich habe an der Aufstiegshilfe. Also, sie ist da ganz entspannt. Was mir immer gefällt, dass sie immer so guckt, was ich mache. Also, sie ist immer dabei und schaut, was ich mache. Und jetzt hole ich das Sattelpad wieder. Diesmal möchte ich einen Gurt auch anbringen, so einen ganz lockeren Gurt. Also ich mache jedes Mal, wenn ich das übe, möchte ich so ein bisschen einen Schritt weitergehen wieder. Wie gesagt, in kleinen Schritten, aber immer so ein bisschen weiter. Also da tue ich jetzt den Gurt hin, das interessiert sie nicht so. Wobei jetzt, glaube ich, schaut sie ein bisschen danach. Jetzt schaut sie, was ich da mache. Aber es ist für sie okay. Und jetzt versuche ich wieder so ein bisschen, ich tue so, als würde ich aufsitzen. Das ist für sie auch in Ordnung. Ich möchte jetzt gar keine Abwehrreaktion auslösen. Also ich möchte eigentlich immer, dass das so ganz entspannt bleibt in kleinen Schritten. Und jetzt kommt also ein größerer Moment. Jetzt kommt der Barefoot-Sattel. Den möchte ich jetzt einfach mal auflegen. Und ich finde auch ganz toll, dass sie ruhig bleibt, obwohl ich hier mit meinen Seilen und Sattel so ein bisschen durcheinander habe. Also da geht sie einen Schritt zurück. Sie nimmt den Sattel schon als das war, was es ist, sozusagen. Aber sie lässt ihn mich dann doch ohne Probleme auflegen und schaut auch wieder. Wichtig ist immer das Loben. Und wie gesagt, ich mache auch kein Lob mit Leckerli. Ich mache Lob mit Stimme und Streicheln, weil ich das Pferd nicht bestechen will mit irgendwelchen Fressen, sondern ich will eigentlich schon, dass sie mir auch ihre Meinung sagt. Also wenn ihr was nicht passt, dass sie mir das praktisch zeigen kann. Kommt der Sattel wieder runter. Und da muss ich wieder so ein bisschen fummeln und ich finde es toll, dass sie da stehen bleibt. Also sie einfach abwartet, was ich mache. Und jetzt beim zweiten Mal ist also gar kein Problem. Der Barefoot-Sattel hat den Vorteil, dass der unten ja Lammfell hat und einfach sehr, sehr weich ist. Vielleicht merkt sie das jetzt auch schon, dass das wirklich weich ist. Und dann tue ich den Sattel wieder runter. Das ist ja das beste Lob, dass man einfach aufhört. Und jetzt kommt Tag 7. Zwischendrin habe ich das auch so ein bisschen geübt. Jetzt habe ich auch eine höhere Aufstiegshilfe, damit ich wirklich auch wirklich aufsteigen kann. Und jetzt habe ich wieder meinen Barefoot-Sattel. Und da weicht sie wieder so ein bisschen aus. Da bleibe ich ganz ruhig. Also ich schaue, dass ich sie mir wieder so ein bisschen zurückhole.
Da schaut sie auch wieder, was ich mache, was mir, wie gesagt, ziemlich gut an ihr gefällt, dass sie immer guckt. Und diesmal ist es überhaupt kein Problem. Und jetzt gurte ich auch an, ganz vorsichtig, weil mit dem Sattelgurt anziehen hat Emmy eigentlich überhaupt kein Problem. Ist auch interessant, jedes Pferd hat so seine Baustellen sozusagen, die Sachen, die es mag und die es nicht mag. Und da schaut sie wieder zu mir, das finde ich auch sehr nett immer, dass sie immer guckt, was ich mache. Gucke ich auch noch mal an. Das könntest du mal Und auf dann die kommt mein andere Freund Seite. dazu und bleibt einfach mal am Boden daneben. Und jetzt sitze ich also auf. Und da ist überhaupt kein Problem. Und ich lobe sie auch. Ich habe jetzt einfach vor, eine Minute so sitzen zu bleiben, Es ruhig wird zu nicht schaden, atmen, dass wir uns beide entspannen und dass sie auch merkt, dass Aufsitzen nicht immer gleich Arbeit bedeutet. Und auch für mich ist es eine Entspannung, dass ich einfach da oben sitze und ganz ruhig bleibe. Sie wird nicht festgehalten, also sie steht da einfach. Und dann steige ich wieder ab, schaue, dass ich auf der Aufstiegshilfe lande. Und dann kommt wieder das Lob, also dass man direkt absattelt und das beendet. Ja, das ist jetzt, finde ich, so ein bisschen Meilenstein, dass sich das also ganz brav sich machen lässt. Ja, dann ich hoffe, das war interessant für dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Video.